Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Wir sind nochmal in Giffendorf, ja, da endete unsere letzte Folge ja auch und die letzte Folge endete damit, dass wir hier ja ein ziemliches Desaster angerichtet hatten, nämlich hier den Bahnhof in Untergiffendorf, der ja seit vielen, vielen Jahren stillgelegt war und auch die Strecke war ja inzwischen nicht mehr befahren, diesen Bahnhof einfach abzureißen. Ja, und dann hatten die hier sehr viel nichts. Ja, das war das Ende eigentlich der letzten Folge. Und dann hatte ich gesagt, ich guck mal, wie man da wieder einen schönen Bahnhof hinbekommt, weil ganz offensichtlich, dieses Viertel ist unglaublich gewachsen. Und wenn man sich das mal hier drüben anguckt, naja, da ist eigentlich viel weniger los. Und da haben wir diesen schönen Bahnhof Giffendorf West. Und gescheitert ist das ja letztendlich in Untergiffendorf daran, dass niemand nach Finsdorf wollte und nicht, dass die Strecke hier prinzipiell nicht erfolgreich gewesen wäre. Dann habe ich ein bisschen gebastelt und wollte eigentlich nur was ausprobieren und habe dann festgestellt, das kriege ich nie wieder so schön hin, wie ich das im Off gebaut habe, und dann habe ich es gelassen. Ich zeige aber mal kurz, was ich getan habe. Ich habe an dieser Stelle einfach einen Hochbahnhof eingebaut. Die haben zwar jetzt hier so einen richtigen Damm, da muss man mal gucken, ob man das noch ein bisschen verkleidet mit Bäumen, mit was auch immer. Hier war ja vorher der Bahnhof unten auf Straßenniveau. Einige Häuser, so 5 etwa, mussten weichen. Das war jetzt aber nicht ganz so schlimm. Und wir sind endlich unseren furchtbaren Bahnübergang hier unten los, der ja diesen Ort immer so lahmgelegt hat. Und es hat tatsächlich geklappt, dass wir von den Gleisen hier über eine Brücke in den neuen Bahnhof Untergiffendorf, einen Hochbahnhof, fahren. Und dann hat es auch geklappt, was ich nicht erwartet hätte, dass wir hier mit den Gleisen runterkommen, direkt in einen Tunnel und jetzt unter den Ort hindurch in Richtung Osten, müsste es eigentlich sein, weiterfahren. Ich habe es sogar noch geschafft, hier unsere alte Strecke, die ja gar nicht mehr befahren wird im Moment, doch nochmal anzubinden. Ob wir sie nochmal brauchen, weiß ich nicht, aber ich dachte, wow, wenn man es kann, dann kann man es auch machen. Es sieht auch ganz gut aus. Und was ich jetzt aber tun möchte, ist natürlich, soll die hier nicht elektrifiziert sein. Alles andere ist ja auch nicht elektrifiziert hier von dieser anderen Strecke. Und das würde ich hier auch nochmal wegnehmen. Oder habe ich sie jetzt elektrifiziert? Nein, ich habe es richtig gemacht. Die Masten sind weg. Diese alte Strecke war nie elektrifiziert und wird es vermutlich auch nie werden. Die neue ist es natürlich, weil das war ja jetzt nicht nur die Idee, hier einen Bahnhof hinzusetzen und die Züge hier enden zu lassen, was wahrscheinlich auch nicht sehr erfolgreich sein würde, sondern ja, das in unsere, ich glaube momentan heißt die Regionalbahn, vielleicht wird es aber dann auch eine S-Bahn, das müssen wir mal gucken, was für Wagen da am besten draufpassen, die hier einzusetzen und hier oben in der Kurve jetzt auf unsere Strecke nach Entenhausen zu ziehen. Das hat den einen Vorteil, sie haben dann einen eigenen Bahnkörper und kommen nicht mehr mit dem Güterverkehr auf der ganzen Strecke, sondern nur noch hier im oberen Teil in Berührung, hier unten der Güterverkehr entfällt dann, also dieser Knubbel hier, der manchmal durchaus ein bisschen für Staus gesorgt hat. Nicht massiv, aber es waren schon mal, dass dort Züge standen. Wir ziehen den jetzt einfach hier oben rüber und irgendwo hier, irgendwo in dem Bereich müsste unser Tunnel rauskommen. Ich gucke gerade mal, da bin ich rein. Wo bin ich denn wieder raus? Ich dachte, ich hätte eigentlich ja schon, da sehe ich was, da kommt der Tunnel wieder raus. Und jetzt müssen wir hier rüber in die anderen Gleise rein. Das wäre jetzt das Nächste, was ich tun möchte. Natürlich auch jetzt mit Hochgeschwindigkeitsgleis, auch wenn die hier nicht 300 fahren, aber ich baue jetzt alles, was ich neu baue, mit diesen neuen Gleisen. Und über die Straße hier müssen wir natürlich mit einer Brücke oder einer Unterführung unten durch. Nein, es sieht eher nach einer Brücke aus. Die Strecke liegt deutlich über Straßenniveau. Also ziehe ich jetzt mal erstmal hier rüber. Na, ich möchte gar nicht wieder in den Tunnel. Also zumindest, wenn sich das vermeiden lässt, möchte ich das vermeiden. Ich bin auf maximaler Höhe. Na, da kommen wir schon wieder in den Tunnel. Ich möchte eigentlich nach oben. Dann versuche ich das mal in der anderen Richtung, ob wir denn hier vernünftig runterkommen. Ich möchte eigentlich hier mehr oder weniger gerade raus, wenn das geht. In der Brücke, ja, das geht problemlos. Da haben wir zwar eine Brückenpfeilerkollision, aber ich glaube, wenn wir da die richtige Brücke nehmen, dann sollte das funktionieren. Ich möchte hier ja keine Western-Style-Brücke, sondern schon was recht Stylisches. Entweder die hier, die ist immer schön, finde ich. Die könnte man auch nehmen. Nee, die kann man nicht nehmen, aber ich hatte doch noch so eine
Ja, da stehen die Pfeiler im Weg. Die würde zwar gehen, aber trotzdem, die würde auch nicht gehen, die würde auch nicht gehen. Nö, dann bleiben wir bei der hier oben. Die ist schön. Was bin ich denn jetzt? Und hat keine Pfeiler, die im Weg stehen. Also, genommen. Durchaus mit so viel Tiefe, wie es geht. Wir müssen hier ja so weit runter wie möglich, weil die Straße da hinten, nicht die Straße, der Tunnel ja sehr niedrig ist. Ich versuche das mal, ob ich jetzt mit dem zweiten Gleis hier auch noch rüberkomme, wenn ich die so baue. Ja, da ist Kollision, das ist, da kollidiert es, aber mit was kollidiert es da? Mit der eigenen Brücke, ja, das ist nicht schön. Das sollte natürlich nicht passieren. Moment, Krümmung, Kollision. Ach, diese Brücke dockt jetzt wieder hier irgendwie nicht an. Das ist, ja, das hatte ich schon mal an der Stelle, dass die nicht so richtig. Ja, das liegt aber an der Brücke, soweit ich das sehe. Vielleicht, wenn wir es Middle-Out machen. Ich gehe erstmal hier rein. Das Gleis hier hinten komme ich irgendwie sicherlich rein. Nicht in das, sondern in das. Das sollte funktionieren. Okay, das klappt und na, es klappt doch nicht so richtig. Also zumindest nicht so, wie es klappen soll. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier richtig einrichten. Hm, so funktioniert es nicht. Ich muss das hier, glaube ich, doch nochmal komplett abreißen und gucken, wie wir das hier gebaut kriegen. So, jetzt habe ich die Straße abgerissen. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel an der Stelle. Sondern ich wollte hier doch raus. So, jetzt müssen wir das nochmal. Ich baue die Straße zunächst nochmal hin, weil die soll ja existieren und soll ja auch hier nicht wegfallen an der Stelle. Dann schnappen wir uns nochmal die Straße. Okay, das war eine kurze Unterbrechung, wieder zurück und jetzt versuche ich hier nochmal eine Brücke zu bauen. Oder ich verschwenke die Straße nochmal ein Stückchen, das kann ich vielleicht auch machen, das würde das vielleicht etwas vereinfachen. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen hier erstmal die Brücke rüber. Naja, nee, schon als Brücke wollte ich dich hier haben. Das funktioniert dann nicht. Okay, dann muss ich doch erst die Straße durchziehen. Aber die würde ich dann nicht ganz so nah an den Bahnkörper hängen. Dann komme ich hier vielleicht etwas besser durch. Ja, das ist die richtige. Wenn ich die jetzt hier rüberziehe, dann hänge ich zumindest nicht ganz so nah an der Bahn. Und jetzt müsste ich doch da eigentlich rüberkommen. Jetzt klauen wir uns hier nochmal ein Gleis. Nee, kein Gebäude, Gleise, und zwar die schnellen Gleise. Und die ziehe ich dann hier rüber und es kollidiert immer noch. Nein, wenn ich es richtig hier in der Kurve baue, dann wird es gehen. Wobei das ist nur eine Brückenpfeiler-Kollision, die ist auch gar nicht dramatisch. Die wird vielleicht gleich sich sowieso erledigt haben. Ich möchte nämlich schon hier relativ nah an der Straße bleiben, dann bleiben auch die Geschwindigkeiten vernünftig. Aber es kollidiert und es kollidiert offensichtlich. Ah, es kollidiert von der Höhe her. Jetzt kommt auch noch ein Autosave dazwischen. Warten wir das mal kurz ab. So lange kann ich hier eh gerade nichts machen. Ja, die Oberleitung ist eingestellt. Aber da will er mal so gar nicht. Können wir machen. Ja, so wird's gehen. Wenn ich hier ganz weit gehe, geht's. Aber auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Versuchen wir es mal von da raus. Ja, da geht's. Da kriegen wir zwar eine Brückenpfeiler-Kollision, aber die werden wir vermieden kriegen, wie wir gerade schon gesehen haben, mit dieser Brücke vermutlich. Nee, da ist immer noch eine Kollision. Das interner Fehler. Ja, da ging's doch gerade. Da hat's doch gerade gezuckt. Nee, dann gibt's wieder ein. Jawohl, so würde es gehen, aber so steht wieder der Brückenpfeiler im Weg. Ich hatte das jetzt nicht für so kompliziert gehalten hier, ehrlich gesagt. Dann gucke ich nochmal, ob es mit der anderen geht. Weil das wäre eigentlich die Brückenkonstruktion, die ich hier gerne hätte. Aber das geht nur, wenn ich gar keine Pfeiler nehme. Und gar keine Pfeiler ist natürlich auch nicht wirklich schön. Doch, die würde gehen. Na, dann nehmen wir die. Gut, und jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem anderen Gleis auch rüberkomme. Weil bei der Brücke kann man dann auch wieder, müsste man auch wieder andocken können. Jetzt komme ich da hinten aber nicht ins Gleis rein. Nee, das funktioniert auch nicht.
Also manchmal sind die, also der Bahnhof da unten, wo ich dachte, der wird wahnsinnig kompliziert, der war letztendlich einfacher als jetzt hier diese Straßenbrücke zu bauen. Das ist ja auch immer, ist ja auch manchmal sehr interessant, was hier schwierig ist und was kompliziert ist. Auf dieser Seite hätte ich sie. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, ob ich ins Gleis komme, aber das sollte doch funktionieren. Ja, es funktioniert. So, das hätten wir. Und jetzt müssen wir im Bogen hier runter in den Tunnel. Das verbinde ich jetzt einfach mal ganz platt und gucke, wo ich lande. Ob die Straße dahinter wegkommt, das ist ja aber völlig egal. Müsste sie nicht, wenn wir da in den Tunnel gehen. Jetzt gucke ich mal, wenn ich das etwas höher setze. Ob ich da irgendwas erreiche? Nee, das tue ich überhaupt mal nicht. Da passiert einfach gar nichts. Das heißt, ich müsste da nochmal in einen Tunnel. Naja, für die Straße wäre das ganz vorteilhaft. Dann kämen wir aber hier nur ganz minimal aus einem Tunnel raus in den nächsten Tunnel rein. Das ist natürlich nicht so schön. Aber eine andere Lösung sehe ich jetzt im Moment tatsächlich nicht. Dann sollte man aber tatsächlich hier noch ein bisschen, ja, da würde ich hier hinten noch mal ein bisschen gucken. Ich baue das mal kurz, reiße es hier hinten aber auch noch mal ab und gucke mal, ob ich da vielleicht noch ein Stück weiter in der Senke hier bleiben kann und dann ein Stück später in den Tunnel komme. Das würde schon zum Beispiel hier noch funktionieren, weil wenn man so kurz nur da draußen ist, da sieht man ja gar nichts und so, naja gut, so ist wenigstens noch ein Moment, wo man wieder Tageslicht hat. Und jetzt das zweite Gleis nehme ich mit. Ziehe das auch hier rüber. Es wird halt eine sehr tunnelige Strecke, aber andererseits die Strecke, die ja vorher gefahren ist, war auch ausgesprochen langweilig. Insofern nimmt sich das hier alles nichts. Jetzt gehen wir da ins Gleis rein. So, und jetzt haben wir tatsächlich unsere neue Personenzugstrecke fertig, die jetzt hier auch unter Giffendorf heißt es, glaube ich, mit anbindet. Signale fehlen natürlich noch, die gibt es jetzt auch. Wo haben wir sie denn? Streckensignal. Einmal da, einmal da. Dann haben wir da einen Block. Dann haben wir hier oben, da geht es ins Gleis rein. Da müssen wir ohnehin einmal da ein Signal haben und einmal von dieser Seite ein Signal und von hier nochmal. Und dann da irgendwo auch nochmal eins. So, brauchen wir noch mehr. Ja, bei der Länge würde ich dann hier auch noch eins hinstellen. Nicht, dass hier im Normalfall die Zugfolge so hoch ist, dass wir das bräuchten, aber bei Verspätungen oder wenn die knapp aufeinander folgen, dann macht das natürlich schon Sinn, hier zwischen noch Blöcke zu haben. So. Haben wir. Und jetzt müssen wir aufpassen. Das ist mir nämlich einmal zwischendurch passiert. Ich habe ja diese Fahrplan-Mod, die ich noch nicht näher erklärt habe, aber wo man Fahrpläne mit einstellen kann, eingebaut. Und als ich beim letzten Mal eine Strecke geändert habe, die in dieser Mod aktiv war, da funktionierte die Mod anschließend nicht mehr, konnte nicht mehr gestartet werden, hier dieser Fahrplan. Und die Züge fuhren aber noch nach dem Fahrplan, nur dieses Menü kam nicht mehr. Dann musste ich das tatsächlich nochmal zurücksetzen und es einmal deinstallieren, wieder installieren, dann lief es wieder, dann waren aber die Fahrpläne wieder weg. Insofern, ich hoffe jetzt, wenn ich diese Linie, bevor ich an der Linie was ändere, hier den Haken rausnehme und Plattengülle-Giffendorf ist ja, glaube ich, die Strecke, über die wir jetzt reden, Oberentenhausen, natürlich, das ist die. Wenn ich die jetzt hier mal rausnehme, dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ich speichere aber sicherheitshalber dieses Spiel jetzt einmal ab, bevor wir hier hinterher Probleme kriegen. So, und jetzt müsste ich mich an die Strecke hier mal machen und sagen, ja, wir nehmen die Oberentenhausen hier, Linie verwalten und von Oberentenhausen, nee, von Giffendorf käme dann ein Obergiffendorf dazu und dann ein Oberentenhausen. Und dann gucken wir mal, ob das überhaupt mit den Zuglängen funktioniert. Der Bahnhof scheint mir hier sehr kurz zu sein. Warum funktioniert das nicht? Giffendorf unter Giffendorf, Oberentenhausen. Das konnte nicht miteinander verbunden werden. Es kann sein, hier fehlt, ja, ich glaube, ich weiß, was da fehlt. Das gucken wir nämlich gleich mal eben. Ich versuche es nochmal und umgekehrt setze ich das aber auch schon mal ein. Von
Entenhausen, Moment, jetzt verstehe ich es gerade nicht. Entenhausen, Oberentenhausen. Dann kommt die dazu. Das funktioniert auch nicht. Ich kann mir vorstellen, warum es nicht geht, weil hier vermutlich keine Oberleitung ist. Hier müssen wir noch elektrifizieren, das ist richtig. Aber trotzdem müsste eigentlich die Linie funktionieren, weil ja noch gar nicht klar ist, dass hier Elektroloks fahren. Also insofern fand ich das jetzt ein bisschen merkwürdig, warum das nicht geht. Wahrscheinlich fehlt irgendwo noch ein Stück Gleis, oder? Naja, jetzt kommt er in der einen Richtung hier durch. Die Richtung funktioniert. Jawohl. Aber die Gegenrichtung funktioniert nicht. Und wo hängt es denn da? Also, gucken wir uns die Linie nochmal an. Er kommt von Oberentenhausen und soll nach Untergiffendorf. Oberentenhausen, da fährt er raus. Das ist, bis dahin kommt er auch noch korrekt. Dann wollen wir ihm mal als Zwischenstation hier testweise ein paar Signale geben. Nämlich mal dieses hier. Und da kommt er schon nicht hin. Wieso kommt er denn zu dem Signal? Ach so, doch, bis zu dem Signal kommt er. Das funktioniert. Fährt dann natürlich über die andere Strecke. Dann nehmen wir das mal. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch. Ja, jetzt wird es spannend. Und jetzt will er aber da nicht hin. Okay. Dann gucken wir mal, wo hier zwischen... Wo ist denn hier zwischen der Fehler? Oder ist er da einfach auf, nee, auf das andere Gleis? Kann er gar nicht. In die andere Richtung ist er auf Gleis. Wo ist er denn in die andere Richtung? Entenhausen, Oberentenhausen. Da ist er auf Gleis 2, dann muss er da nach Gleis 1. Das stimmt also auch. Aber wo hängt er denn jetzt? Da sehe ich gerade gar kein Loch. Oder haben wir da irgendwo, ist da im Tunnel möglicherweise ein Stück Gleis, was nicht liegt? Ich guck mal eben. Ja, da geht es aber doch auch durch. Das sieht doch alles sehr blau aus da. Oder habe ich das? Ah, ich habe das Signal auf der falschen Seite stehen. Okay, dann kann er auch natürlich nicht. Ich muss das Signal noch einmal hier wegnehmen. Das stand auf der falschen Seite und war dann nur eingleisig. Insofern konnte er da auch nicht durch. Okay. So, tu das denn jetzt. Nochmal Linien gucken. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Plattengülle. Jawohl, er fährt die neue Linie. Und jetzt gucke ich mal in meinen Fahrplan. Der lebt auch noch. Aber hier ist die neue Station noch nicht drin. Okay, das kann sie auch nicht, weil noch nichts gefahren ist. Ich starte jetzt das Spiel und suche mir gleich mal einen Zug. Hier fahren noch Busse durch. Der ist jetzt aber auch schon durch die interessante Stelle durch. Aber irgendwo muss doch mal ein Zug dieser Linie unterwegs sein. Das ist... Nee, das ist ein anderer. Das ist auch unser Intercity. Der wird hier auch nicht fahren. Könnte zwar theoretisch, aber das wird er nicht tun. Und wo haben wir denn? Wo haben wir denn die Züge alle? Wo stehen die sich denn gerade zurecht? Das wäre einer unserer Züge, mit denen wir fahren könnten. Ich denke, den nehmen wir gleich auch. Ich sehe nur schon, ich fürchte, der ist zu lang für den Bahnsteig. Und deshalb brauchen wir auf der Route dann über kurz oder lang auch neue Fahrzeuge. Aber das brauchen wir sowieso, wenn man sich die Fahrzeuge anguckt. Die sind alle schon im Status mittelmäßig und sind ja auch schon sehr lange unterwegs. Wobei, nee, das ist gar nicht die richtige Linie. Das ist der Entenhausen-Knieritz hier. Naja, wir werden dann schon irgendwann mal einen Zug finden. Aber hier stehen auch sehr viele Leute. Also irgendwie scheint der gerade... Naja, irgendwo zu stehen. Ich weiß nur gerade nicht, wo und warum. Dafür nehmen wir mal hier Inia und gucken uns mal unsere neue Brücke an. Das sieht alles sehr stylisch, sehr modern hier aus. Und ich hoffe auch, dass wir damit ein bisschen Verkehr von der Straße bekommen. Wormser, aha. Also aus
Worms fährt hier was durch die Gegend und die Richtung hinein staut sich immer noch ohne Ende. Das ist nicht schön, aber gut. Ich habe ja schon an vielen Stellen versucht, den Autoverkehr hier in den Griff zu kriegen. Das ist tatsächlich manchmal eine ziemliche Herausforderung. So. Ich hatte auch nochmal überlegt, ob man vielleicht hier noch einen Bahnhof von Giffendorf hinsetzt. Aber wenn man sich das hier anguckt, ja, es würde sich vielleicht sogar lohnen, die Endstelle hier noch rüber zu verlängern in den Bereich, wo hier hinten unser Güterbahnhof ist. Das können wir uns vielleicht nochmal in einer der nächsten Folgen angucken. Ich möchte jetzt tatsächlich gucken, dass wir dieses Mal noch mitfahren, aber in den Bus hier steigen können wir mal, weil der fährt jetzt hier durch den doch, ja, durch den Ort, der sich doch sehr verändert hat durch diese Hochbahnstrecke. Und man sieht, es ist schon, ups, Kollege, du bist aber sportlich da reingezogen. Und es ist schon sehr, sehr eng geworden, dafür gibt es da jetzt einen Fußweg, da könnte man noch ein paar Bänke hinstellen. Und hier muss letztendlich am Damm auch noch aufgeräumt werden. Ich hätte das auch gerne als Hochbahn gehabt, aber ich habe da keinen entsprechenden Bahnsteig für gefunden. Und es war mir jetzt wichtiger, da einen Hochbahnhof zu haben, als den auch jetzt entsprechend auf eine aufgeständerte Strecke stellen zu können. Ja, aber das sieht doch hier irgendwie ja, gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn man sich überlegt, was das für ein kleines dörfliches Eckchen hier ursprünglich war, da muss man sagen, da hat sich ja schon ordentlich was getan. Die Bushaltestelle wird übrigens noch verlegt, die werde ich hier noch unter die, die können wir hier mal noch unter die Brücke setzen, weil da ist schließlich auch der Zugang zum Bahnhof. Deshalb sollte die da auch sein und die kriegt jetzt auch was Schickes hier. Weil ich die hin, die kann ich da gar nicht hinsetzen, doch da was? Dann setzen wir sie halt dahin. Da ist sie immer noch näher am Bahnhof dran als die andere. Und da würde ich dann auch die Buslinie am Ende hin konfigurieren, dass die dort lang fährt. Jetzt gucken wir uns nochmal die Fahrpläne an. Ja, die sind auch noch da. Bin da jetzt etwas empfindlich geworden an der Stelle, nachdem das einmal abgestürzt war. Weil das war schon eine ziemliche Fummelei, das wieder hinzukriegen. Und hier ist unsere, leider mit dieser Kamera. Ich gucke mal, ob ich in die Lok irgendwie reinkomme. Weil das wäre genau der Zug, den wir brauchen. Jetzt muss ich aber, ja, ich will nicht in den Wagen. Das ist falsch. Das ist sportlich hier. Das funktioniert nicht so richtig. Ich gucke mal, ob ich noch andere. Ja, mit dieser Kamera fahren wir jetzt noch zum Abschluss unsere neue Strecke. Da kann, könnte man sogar eine Führerstandsmitfahrt machen, aber ich glaube, ich gehe doch mal aus dem Führerstand raus, damit man einfach die Landschaft besser sieht. Hier aus unserer Reichsbahn 212. Die hat leider auch wieder so eine Fliegengitteroptik auf der Scheibe, aber sonst sehr schön gemacht. Und jetzt fahren wir hier noch das alte Streckenstück, das wir schon kennen, das aber auch sehr zugebaut ist. Also als wir die Strecke hier gebaut haben, da war links überhaupt nichts und rechts stand vereinzelt mal irgendwo ein Haus. Und jetzt fahren wir hier schon ziemlich durch den Ort quasi. Wobei hier ist immer noch Schluss. Hier geht es in den Wald und ab hier fing eigentlich das immer langweilige Stück an. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das verändert hat durch unsere neue Brücke und durch die neue Route. So, da sieht man unseren Kreisel mit der großen ja, Föhre ist es, glaube ich, mittendrauf, die da einsam und allein in der Gegend steht. Und bis jetzt ging es links ab und jetzt zum ersten Mal geht es rechts auf die Strecke nach Untergiffendorf. Da steht irgendein Poller mitten in der Landschaft, warum auch immer. Solange er nicht im Gleis steht, ist mir das eigentlich egal. Ja, und der beschleunigt auch ganz ordentlich. Der ist jetzt schon bei 140. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob wir an den Bahnsteig passen. Ich befürchte nicht, aber das sollte zumindest kein Problem für das Spiel geben.
nur für uns. Hier müsste ich nochmal die anderen Gleise reinbauen. Ich habe hier die falsche Tunneloptik drin. Da möchte ich genau die Betonoptik haben, die im nächsten gleich auch kommt. Das habe ich gerade falsch geklickt. Da kommt das, wie es eigentlich aussehen soll. Nämlich so, ja, so eine Betonspritzwand und nicht das Gemauerte. Jetzt geht's in die Kurve. Ja gut, da ist noch ein bisschen getrennter Tunnel und jetzt kommen wir raus. Und rechts die alte Strecke, das muss man nochmal, da muss ich nochmal ein bisschen beigehen, um das schöner zu machen. Und jetzt fahren wir zum ersten Mal in den neu gebauten Bahnhof ein. Mal gucken, ob da schon, oh ja, da stehen ja schon deutlich Menschen. Also ist ja nicht so, dass der nicht erfolgreich wäre. Das finde ich schon erstaunlich. Gucken wir mal, ob wir überhaupt schon... Aber wir sind voll. Ich fürchte, da kriegen wir überhaupt niemanden mehr rein in unseren Zug. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das war genau das, was ich befürchtet hatte. Wir sind eigentlich einen Wagen zu lang. Aber länger konnte ich den hier nicht bauen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich im Laufe der Zeit einfach auf Doppelstockwagen setzen. Ja, und die können wir dann mit etwas weniger Wagen fahren und dann sollte das problemlos funktionieren. Jetzt geht es hier runter und ab dann sind wir auf der alten Strecke und nicht nur auf der alten, sondern auf einer der ältesten Strecken überhaupt. Kollege, was machst du denn jetzt hier? Ups, da habe ich irgendwo scheinbar ein langsames Gleis eingebaut. Weil 15 km/h ist dann ja nun doch ein bisschen zu langsam. Das ist ja nur so ein, ja, das ist ja eigentlich nur ein Depotgleis. Ich weiß nicht, warum das hier gelandet ist. Ich wollte hier zwar nicht das Hochgeschwindigkeitsgleis, aber schon die normale Geschwindigkeit haben. Aber das ist sie doch hier. Okay, da habe ich offenbar eine falsche Geschwindigkeit gemacht. Nee, da sollte das Gleis eigentlich hin. Da habe ich wohl zwischendurch an irgendeiner Stelle mal dieses 15 km/h Gleis genommen, versehentlich. Ja gut, und damit fährt man natürlich dann gar nicht mehr vernünftig. So, wir kommen jetzt auf die Strecke, die wir kennen, die wir früher auch gefahren sind. Und da hat natürlich niemanden einsteigen lassen, weil niemand aussteigen wollte. Und ja, damit mit diesem... Ups, nicht mit dem Blick auf die Steine. Diese Kamera ist ein bisschen schwierig vom Handling. Man weiß nie, wo man genau ist, obwohl sie sehr schöne Bilder macht. Aber irgendwie finde ich die Steuerung etwas schwierig. Ja, mit diesen Bildern von unserer 212 der Reichsbahn möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.